Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das jetzt mit Patch 10.07 endlich ein Toy geworden ist. Davor war es nämlich leider keins. Und zwar befinden wir uns einmal hier im ersten Gebiet, und zwar die Küste des Erwachens, hier unten auf den Koordinaten 75, 34. Und dort haben wir eine Händlerin hier an dieser Statue stehen. Ihr seht, das haben wir immer das Lager. Und hier haben wir die Emilia. Und die verkauft uns jetzt zu einem anderen Toy, wo ich schon ein Video zu gemacht habe, ein weiteres Toy. Und zwar für 5 Gold. Das konnte man davor auch schon bekommen, aber da war es halt dementsprechend nicht als Toy sammelbar. Das Ding schimpft sich gebrauchtes Vermessungsgerät so rum. Und was macht es? Stellt Vermessungsausrüstung auf, damit es aussieht, als würdet ihr gerade etwas sehr Wichtiges tun. Hat 30 Minuten Abklingzeit. Wenn ich mich da noch recht erinnern kann, musste man aber, um dementsprechend hier bei der Händlerin die Toys kaufen zu können, ein Achievement machen. Und zwar heißt das Achievement Fragmente der Geschichte. Und da musste man einfach, ja, so Fragmente auf den ganzen Dracheninseln zusammenklauben. Auch dafür habe ich schon einen Achievement Guide gemacht. Den werde ich euch dann einfach einmal verlinken. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr die einmal abklappern. Falls ihr es schon gemacht habt, könnt ihr jetzt einfach hingehen und euch das Toy kaufen. Ich würde sagen, wir lernen das jetzt mal und schauen mal an, was das genau macht. Ernte sollten wir da aktivieren und dann gebrauchte Vermessungsausrüstung. Stellen wir sie mal hier auf. Ah, okay. Und das ist quasi einfach so eine Archäologieausrüstung. Interessant. Naja, Archäologie können wir ja leider in der Expansion nicht machen. Ne? Blizzard hat das ja nicht weitergeführt. Aber jetzt könnt ihr wenigstens so tun, ob ihr Archäologie machen würdet. Kriegt da zwar keine Fragmente, aber ja. wer wollte nicht schon immer Archäologie machen oder so irgendwas kriegt dafür? Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.